Willkommen zum dritten Video in unserer Einführungsreihe über die Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Beim letzten Mal habe ich ja eine Einführung darüber gegeben, was eigentlich Software-Ergonomie ist oder was Ergonomie auch im Allgemeinen ist und vor allen Dingen auch ein paar Warnhinweise bezüglich der möglichen Einstellung unsererseits oder eurerseits gegenüber Nutzern, also dass man gar nicht erst in die Versuchung kommt, irgendwie verächtlich über Nutzer sprechen zu wollen. Heute geht es um Gesetze und Normen aus diesem Bereich, denn es gibt natürlich schon eine ganze Menge an vorhandenen Bestimmungen. Viele Leute haben sich bereits Gedanken gemacht, Gesetzgeber haben Regelungen beschlossen und die sollte man kennen. Wir werden uns zwar in der Vorlesung nicht an diesen gesetzlichen Vorgaben entlanghangeln, auch weil das nicht ganz unproblematisch ist, mit diesen Vorgaben zu arbeiten, um da tatsächlich produktiv was rauszuziehen. Man sollte sie aber auf jeden Fall kennen, denn die werden häufig angewandt, häufig benutzt. Man kann sich dagegen zertifizieren lassen. Und wenn ihr mal bei einem Arbeitgeber seid, der auf sowas Wert legt, zum Beispiel, solltet ihr wissen, was zum Beispiel die DIN 9241 ist, von der heute noch häufiger die Rede sein wird in diesem Video. Werfen wir noch mal einen kleinen Blick zurück. Software-Ergonomie. Was war eigentlich das Problem? Naja, wenn ich nicht ergonomisch gestalte, dann kann es gesundheitliche Beeinträchtigungen geben. Und zwar richtig schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen kann es dann geben. Auch dadurch, dass Software nicht in Ordnung ist. Denkt mal nur zum Beispiel an Stress. Wenn eine Software nicht richtig funktioniert, man die Software gar nicht durchschaut, das macht Stress. Und auch Stress ist eine körperliche Beeinträchtigung und kann auch zu wirklich richtig sichtbaren körperlichen Schäden führen. Kopfschmerzen und Verspanntheiten, alles Mögliche kann man sich da vorstellen, was durch Stress ausgelöst werden kann. Wie kommen wir dahinter? Was müssen wir wissen, um ergonomisch gestalten zu müssen? Wir brauchen theoretische und empirische Erkenntnisse über den Gebrauch des Arbeitsmittels. Also, was wird mit Software eigentlich gemacht? Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und wir brauchen eine nutzungszentrierte Entwicklungsmethodik. Das ist mittlerweile Standard, dass man das sagt. Wir brauchen eine nutzungszentrierte oder nutzerzentrierte Entwicklungsmethodik. Nur was bedeutet das eigentlich? Die meiste Software, die wir haben, ist ja nicht genau für uns gemacht. Also zum Beispiel diese Präsentationssoftware, mit der ich hier gerade diese Vorlesung aufzeichne, die hat man ja nicht für mich entwickelt. Ich habe ja nicht bei Apple angerufen, es ist hier Apple Keynote in diesem Falle. Ich habe da nicht angerufen und habe gesagt, entwickelt doch für mich mal eine Software. Sondern das haben die quasi auf Vorrat gemacht. Die haben eine Software gebaut, von der sie annahmen, dass viele Leute sie benutzen können und nutzen wollen. Was bedeutet denn dann nutzerzentrierte Entwicklung? Woran soll man sich denn jetzt halten? Also zum einen kann man sich halten an generelle Eigenschaften des Menschen. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass Menschen mit einem Sehapparat ausgestattet sind, der bestimmte Eigenschaften hat. Und wenn ich mich daran orientiere, dass die Software dafür optimiert ist, dann habe ich schon mal relativ gut nutzerzentriert entwickelt. In der Annahme, dass meine Nutzer Menschen sind, wovon wir jetzt mal stillschweigend ausgehen wollen. Und das andere ist, ich kann die Aufgabe intensiv analysieren. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, die Leute wollen Präsentationen erzeugen, die Leute wollen Präsentationen aufzeichnen. Was für Features brauche ich denn da und wie wollen die das benutzen? Und unser Fokus liegt vor allen Dingen auf diesem ersten Teil, Zentrierung auf generelle Eigenschaften des Menschen. Also wie ist denn der Mensch eigentlich so gebaut, und daraus schließen wir dann daraus, wie Software gestaltet sein muss. Was gibt es für Gesetze und Bestimmungen in diesem Bereich? Gesetze zu Arbeitsschutz und Ergonomie. Da können wir uns mal diese Grafik zu anschauen. Auf der Grafik sehen wir drei Säulen des deutschen Arbeitsschutzes. Keine Angst, ihr braucht nicht diese kompletten Begrifflichkeiten und vor allem in diese ganzen Bezeichnungen von verschiedenen Gesetzen und Bestimmungen auswendig zu lernen. Das ist nicht notwendig. Das muss man sich so nicht merken. Kennen muss, ist eben diese ISO-Norm 9241, auf die wir ein bisschen später zurechtkommen. Wichtig ist, dass es hier drei Säulen sind, also drei so Spalten, wenn man das hier mal so will. Was sind das für Säulen? Wer hat hier offensichtlich ein Interesse an Arbeitsschutz und warum? Das erste ist mal das Wettbewerbsrecht. Da sehen wir schon die Gewerbeordnung von 1869. Das ist ja nun alt, Das ist ja wirklich lange her, 1869. Wenn man da reinguckt, da steht dann auch drin, hier Kaiser Wilhelm, von Gottes Gnaden bestimme hier für das Deutsche Reich folgende Regelungen.
Und warum hat er das gemacht? Man wollte verhindern als Staat, dass sich ein Betrieb bereichern kann auf Kosten der Gesundheit der Arbeitnehmer. Das könnte man ja sonst machen. Man könnte zum Beispiel sagen, also bei uns achten wir überhaupt nicht darauf, ob Leute hier bei der Arbeit schwere Schäden davontragen oder sogar zu Tode kommen, denn es gibt ja genügend Leute, die arbeiten wollen. Das heißt, das kann ich mir mal sparen. Und die Firma, die dann das nicht so macht, die zum Beispiel sagt, oh, wir achten darauf, die hätte ja einen Wettbewerbsnachteil. Denn die würde ja Geld ausgeben für etwas, für das sie jetzt gar keinen direkten Vorteil hätte. Und das will man nicht. Deswegen hat der Staat von vornherein da einen Riegel vorgeschoben. Das hat sich weiterentwickelt über Arbeitsstättenverordnung von 1975, die dann in einer neueren Fassung von 2002 und darauf aufbauend wiederum gibt es Richtlinien für Arbeitsstätten, wie das alles aufgebaut werden muss. Die nächste Säule ist die Reichsversicherungsordnung hier, also die Sozialgesetzgebung. Sozialversicherungen. Es gibt Sozialversicherungen in Deutschland, gehen auf Bismarck zurück. Und diese Sozialversicherungen, naja, die wollen natürlich, die versichern ja die Arbeitnehmer in Deutschland. Also da gehört die Krankenversicherung zum Beispiel dazu oder die gesetzliche Unfallversicherung gehört dazu. Und der Gesetzgeber hat natürlich kein Interesse daran, jetzt für möglichst viele Leute was zu bezahlen, sondern er will sagen, ja, wir bezahlen Unfälle, aber ihr Firmen müsst gefälligst dafür sorgen, dass es nicht zu Unfällen kommt. Denn wir versichern quasi nur das, was noch zusätzlich dazukommt. Also gibt der Staat Regelungen heraus, dass es nicht zu vielen Unfällen kommt. Und als letztes Betriebsverfassungen auf der rechten Seite. Auch das ist schon ziemlich alt, wenn ihr mal guckt, das Betriebsrätegesetz von 1920. Es geht um gesetzliche Mitbestimmung von Mitarbeitern. Das soll dafür sorgen, dass jetzt, ja, wenn jetzt Unmut in der Fabrik aufkommt oder auch im Büro, also im Betrieb, kommt irgendwie Unmut auf, dann sollte natürlich nach Möglichkeit dieser Unmut irgendwie geregelt werden können, ohne dass ja gleich die Arbeiter anfangen, den Betrieb in Brand zu setzen oder zu streiken oder irgendwie sonst Gewalt anzuwenden oder sowas. Das möchte man natürlich nicht. Deswegen gibt es Regelungen dazu, dass im Betrieb ein gewisses Mitspracherecht herrscht. Und diese Gesetzgebung oder diese Regelgebung, die bestimmt auch solche gesundheitlichen und ergonomischen Aspekte mit. Das heißt, auch wenn irgendwie was eingerichtet wird, was der Gesundheit schaden kann, dann haben Betriebsräte ein Mitspracherecht. Und die Betriebsräte können auch fordern, dass es entsprechende Maßnahmen gibt, um den Gesundheitsschutz zu verbessern. Auch da hat natürlich eine Reihe von Änderungen gehabt, einige auch ein bisschen unrühmliche. Wenn man da mal guckt, 1934, das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Da steht quasi drin, dass das Ziel aller Arbeit ist, dem deutschen Volke zu dienen und solche Dinge, wie man sich das vorstellen kann bei dieser Zeit. Das wurde 1946 alles aufgehoben und ein neues Betriebsrätegesetz wieder eingesetzt. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht mehr so weit drum kümmern. Das ist an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Wir gucken uns aber mal das Betriebsverfassungsgesetz an. Das seht ihr da auf der rechten Seite, da steht 1952 Betriebsverfassungsgesetz und das wurde dann 1972 nochmal novelliert. Und wir gucken uns mal in dieser alten Fassung an, also in der, wo es noch eine reine deutsche Gesetzgebung war. Und was steht da drin? Da steht drin, in § 91 zum Mitbestimmungsrecht, werden die Arbeitnehmer durch Änderung der Arbeitsstätte, des Arbeitsverlaufs und der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Klingt doch gut, oder? Na, wenn es irgendwie ein gesundheitliches Problem gibt, dann kann der Betriebsrat sich drum kümmern und dann muss der Arbeitgeber das abstellen. Ist das so? Was ist das Problem hier? Klickt euch vielleicht mal einmal auf Pause, guckt euch den Text mal genau an und überlegt mal, wo das hier problematisch sein kann. Guckt euch mal diese Bezeichnungen hier an. Da steht die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse. Und dass der menschenrechten Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprochen wird und in besonderer Weise
belastet wird. Und das sind angemessene Maßnahmen. Das ist ja ein Gesetzestext. Und in so einem Gesetzestext steht kein Wort mal eben einfach so, weil irgendjemand gedacht hat, das klingt aber toll, sondern diese Worte sind sehr mit Bedacht gewählt. Und jetzt kann man sich da mal fragen, was sind denn gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse? Wie lange dauert es wohl, bis eine Erkenntnis über eine Gesundheitsschädlichkeit von irgendetwas gesichert ist? Könnt ihr euch ja mal überlegen, eine Diskussion darüber, über das Rauchen. Wir sagen heute alle, klar, Rauchen ist ungesund, aber ist das eine gesicherte Erkenntnis? Da würde man heute sagen, ja, aber wie lange hat es gedauert? Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man dahinter gekommen ist, dass das gesicherte Erkenntnisse sind. Dass irgendetwas ungesund ist, ja, da muss es irgendwie eine Untersuchung zu geben. Dann machen die Wissenschaftler weitere Untersuchungen und die werden wieder in Frage gestellt. Wahrscheinlich sind auch noch Lobbyverbände dazwischen, die vielleicht eine andere Grundeinstellung zu bestimmten Dingen haben. Ja, und dann kann es auch mal 30 Jahre dauern, bis irgendetwas eine gewisse gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis ist. Das ist ein großes Problem dieser Gesetzgebung. Das heißt, man ist eigentlich ziemlich auf verlorenem Posten an dieser Stelle. Das hat sich geändert. Und zwar hat es sich geändert mit der Europäischen Union, beziehungsweise mit der Vorgängerorganisation der Europäischen Union. Vorher gab es ja die Europäische Gemeinschaft, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Was ist da passiert? Der Arbeitsschutz in Europa sollte vereinheitlicht werden. Und da hat es damals dann auch geheißen, um Gottes Willen, wir haben in Deutschland einen relativ guten Arbeitsschutz, stimmte auch, hatte man im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Und dann hat man gesagt, das wird doch schrecklich, wenn man das vereinheitlicht, da kommt doch nur der kleinste gemeinsame Nenner bei raus. So ist es aber nicht gekommen, sondern Europa ist andersrum vorgegangen und hat quasi also ganz neue Maßstäbe gesetzt und hat sich vor allen Dingen dieser Arbeitsschutz zusammen mit vielen anderen Regeln richtig zur Grundlage genommen, schon mit der Grundmaxime. Nur im sozialen Frieden kann sich ein einheitlicher Wirtschaftsraum entfalten. Wenn ich an einer Stelle große Disparitäten habe, an der anderen Stelle nicht, dann habe ich ein Problem, dann kriege ich keinen einheitlichen Wirtschaftsraum. Da kann man sich heute manchmal fragen, wenn man europäische Politik sieht, wie einheitlich das alles ist und wie groß die Einheit eigentlich ist. Aber das soll uns an dieser Stelle mal nicht interessieren. Wir gucken uns mal an, nur was es hier in diesem Bereich des Arbeitsschutzes gegeben hat. Schon 1957 im Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft steht drin, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden soll. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Es hat dann ziemlich lange gedauert, bis es richtig Regelungen dazu gegeben hat, die genauer bestimmt haben, was das eigentlich bedeutet. Aber im Jahr 1986 wurde zum Beispiel der Artikel 118a eingefügt, nach dem Artikel 117, wo das drinsteht mit der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 118a, Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer fördern und nationale Regelungen harmonisieren. Aus dieser grundsätzlichen Ziel, was in dem EU-Vertrag drinsteht, in dem Vertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wurden dann Richtlinien abgeleitet. Und diese Richtlinien geben einzelne Mindestanforderungen vor. Und die sind einigermaßen konkret. Interessant ist für uns diese Richtlinie 89-391 EWG, die hier auf der Seite hier steht. Und da steht auch wieder, die hat natürlich auch wieder so eine Präambel, also wofür ist das eigentlich? Und wenn man da mal reinguckt, was da steht, die Arbeitgeber sind verpflichtet, sich über den neuesten Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Gestaltung der Arbeitsplätze zu informieren, um etwa erforderliche Änderungen vorzunehmen und damit eine bessere Sicherheit und einen besseren Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleisten zu können. Was ist jetzt anders? Der neueste Stand der Technik und der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, man muss nicht erst warten, bis irgendetwas wirklich gesichert ist. Man darf sogar nicht mal warten, bis etwas wirklich gesichert ist. Wenn es Hinweise darauf gibt, dass eine bestimmte Technik gefährlich ist, dann muss man handeln. Zum damaligen Zeitpunkt war so ein schönes Beispiel, da gab es ja noch die großen Röhrenmonitore. Und Röhrenmonitore strahlen Röntgenstrahlung aus. Das kann man abschirmen, aber nicht vollständig. Und
Ja, und manche waren halt auch nicht gut abgestimmt. Das ist nicht ungefährlich. Kann man Krebs von kriegen, wenn man sich die ganze Zeit vor Röntgenstrahlen, vor einem Röntgenstrahler aufhält. Und da ging es dann um die Diskussion seinerzeit, wie ist das denn mit Schwangeren? Sollten Schwangere vor einem Röhrenmonitor sitzen dürfen? Und da kann man natürlich sagen, ja, bis wirklich gesichert ist, dass das gefährlich ist für Schwangere, das kann Jahrzehnte dauern. Aber man hat Erkenntnisse, man hat Hinweise darauf, dass es gefährlich sein könnte, also wurden entsprechende Regelungen dann erlassen, die dann dafür gesorgt haben, dass Röhrenmonitore viel besser strahlengeschützt wurden und nicht mehr, man nicht mehr quasi vor einem Röntgengerät gesessen hat die ganze Zeit. Zu dieser Rahmenrichtlinie gibt es einige konkrete Richtlinien und die für uns interessante ist die sogenannte Bildschirmrichtlinie. Eigentlich heißt die Arbeit mit Bildschirmgeräten und in die lohnt es sich mal hineinzugucken, da stehen nämlich schon ein paar Regeln drin. Da stehen diese Regeln hier drin, gehen wir sie mal durch. Die Software muss der auszuführenden Tätigkeit angepasst sein. Das ist ein Hinweis, untersucht mal, was ist eigentlich die Tätigkeit, ne? Und passt die Software eigentlich zur Tätigkeit. Die Software muss benutzerfreundlich sein und gegebenenfalls dem Kenntnis- und Erfahrungsstand des Benutzers angepasst werden können. Gut, was benutzerfreundlich bedeuten soll, ist schwierig, ist ein ganz schwieriger Vokabel. Aber der untere Teil ist doch interessant, ne? Dass ich eine Software habe, die dem Kenntnis- und Erfahrungsstand anpassbar ist. Also Anpassbarkeit von Software war da schon eine Forderung. Interessant. Ohne Wissen des Arbeitnehmers darf keinerlei Vorrichtung zur quantitativen oder qualitativen Kontrolle verwendet werden. Das ist komisch, dass das da steht. Und in aktuelleren Fassungen steht das auch nicht mehr drin. Das passt nämlich irgendwie nicht so richtig da rein. Das war eine wichtige Forderung, dass man nicht einfach Leute überwachen darf. Aber es ist eigentlich auf einer ganz anderen Ebene als diese ergonomischen Fragestellungen, die hier sonst drin stehen. Ne? Die Systeme müssen den Arbeitnehmern Angaben über die jeweiligen Abläufe bieten. Das heißt, ich darf nicht in eine Software haben, bei der ich den Eindruck habe, ich werde gesteuert. Ich bin derjenige, der die Software benutzt und die Software gibt mir aber irgendwie vor, was passiert und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert. Das darf es nicht geben. Die Systeme müssen die Information in einem Format und einem Tempo anzeigen, das den Benutzern angepasst ist. Das heißt, auch wieder hier, der Benutzer steht an erster Stelle und ich muss mich nicht an die Technik anpassen, sondern die Technik muss so gestaltet werden, dass sie für Menschen nutzbar ist. Und die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Verarbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden. Das ist interessant, der Satz ist wichtig, die Grundsätze der Ergonomie. Was sind das für Grundsätze? Die sind an ganz anderer Stelle definiert. Die kriegen wir gleich. Die Richtlinie hat zwei ganz große neue Qualitäten in den Gesundheitsschutz hineingebracht. Die gilt es zu wissen. Der eine ist der vorbeugende Gesundheitsschutz. Vorbeugender Gesundheitsschutz im Gegensatz zu einem nachlaufenden Gesundheitsschutz, den es in der deutschen Gesetzgebung vorher gab. Was heißt das nachlaufender Gesundheitsschutz? Naja, das Kind muss in den Brunnen gefallen sein. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe und dann habe ich hinterher Rückenschmerzen bekommen, weil ich da irgendwie wie ein Affe vor dem Schleifstein oder auf dem Schleifstein gesessen habe die ganze Zeit, dann muss der Arbeitgeber dann hinterher Geld dafür bezahlen oder eine Versicherung springt ein. Das ist nachlaufender Gesundheitsschutz. Vorbeugender Gesundheitsschutz ist, ich gucke mir regelmäßig den Arbeitsplatz an, gucke mir die Erkenntnisse an, die es gerade gibt, zum, wie man gut sitzt, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, und muss dann immer den Arbeitsplatz dementsprechend anpassen. Das heißt, und das steht hier auch, es ist immer am Stand der neuesten Erkenntnisse und das Ganze auch regelmäßig. Das heißt, der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer darüber informieren, wenn sich was geändert hat. Es gibt Mitbestimmungsmöglichkeiten da drin, das heißt, der Betriebsrat kann mitreden oder im Zweifelsfall sogar der einzelne Arbeitnehmer selber kann mitreden. Das Ganze ist kontinuierlich und in einem Zyklus, das heißt, es wird immer wieder analysiert, bewertet, dokumentiert und umgesetzt und im nächsten Jahr oder in 2 Jahren kommen die Leute wieder vorbei. Das haben wir bei uns in der Uni auch. Alle paar Jahre kommt einer und guckt sich an, wie wir in den Büros eigentlich so sitzen und das wird also immer wieder neu in so einem Zyklus durchgeführt. Und das Ganze präventiv. Das heißt, bevor irgendwelche Probleme da sind. Dazu gehören auch Untersuchungen, zum Beispiel regelmäßige Augenuntersuchungen. Das heißt, nicht erst, wenn ich mir
so sehr die Augen kaputt gemacht habe, weil ich am Bildschirm nichts mehr lesen kann, dass alles zu spät ist, sondern schon frühzeitig, noch bevor irgendwelche größeren Schäden eintreten, soll das festgestellt werden, dass ich vielleicht nicht mehr richtig gut sehe. Naja, und dann kriege ich halt eine Brille. Dann kriege ich ja sogar vom Staat eine Brille bezahlt, wenn ich da das brauche. Zweite wichtige neue Eigenschaft ist die Vermeidung psychischer Belastungen. Der deutsche Gesundheitsschutz hat das überhaupt nicht vorgesehen. Da ging es immer nur um körperliche Belastungen. Habe ja eben schon drüber gesprochen. Also ich sollte natürlich in einer Fabrik nicht hinterher nicht giftige Dämpfe einatmen. Ich sollte nicht mein Gehör verlieren, weil es so laut ist. Da kann man jeweils was dagegen tun, ne? Man kann irgendwelche Masken aufsetzen, man kann einen Gehörschutz auftun. Aber psychische Belastungen, Stress, wurden nicht berücksichtigt. Das hat sich jetzt geändert und das ist eine ganze Menge. Auf die Psyche kann sich eine ganze Menge einwirken. Also zum Beispiel die Arbeitsaufgabe selber. Ob ich in einer Umgebung bin, die zum Beispiel unglaublich laut ist, ständig irgendwelches Geplapper. Die Arbeitsorganisation ist schlecht. Das heißt, ich habe immer Überstunden zum Beispiel oder ich kann meine Arbeitszeit überhaupt nicht planen. Auch das kann zu Stress führen oder Führungsstilfragen. All diese Sachen sind jetzt auf einmal Teil des Gesundheitsschutzes und müssen da auch mit bedacht werden. Was kann passieren, wenn ich diesen Stress habe, wenn es zu psychischen Belastungen führt? Naja, alles Mögliche kann passieren. Das Erste, was mal wohl passieren wird, ist, die Arbeit wird wahrscheinlich schlechter durchgeführt. Es gibt da dieses Phänomen, das nennt man innere Kündigung. Das heißt, die Leute sind zwar noch auf der Arbeit und arbeiten auch noch irgendwie, aber eigentlich im Kopf haben die schon gekündigt und dann sind die nicht mehr richtig dabei. Naja, und dann, das ist nicht von Vorteil, natürlich nicht für die Leute selber, die davon richtig psychische Probleme kriegen können, richtig krank werden können. Aber auch nicht für den Arbeitgeber, denn er möchte ja auch Arbeitnehmer haben, die ihre Arbeit auch durchziehen können, vollführen können und das möglichst leistungsfähig. Diese europäische Richtlinie ist eine Richtlinie. Richtlinie klingt sehr beliebig, also kann man sich so dran halten. Aber im Rahmen dieses europäischen Vokabulars bedeutet Richtlinie eigentlich so eine Art Vorlage für ein Gesetz. Und die einzelnen Länder in der Europäischen Union oder damals in der Europäischen Gemeinschaft müssen diese Richtlinie umsetzen in konkretes Recht. Das heißt, diese EU-Rahmenrichtlinie ist in Deutschland im Arbeitsschutzgesetz umgesetzt und die EU-Bildschirmrichtlinie in der Bildschirmarbeitsverordnung und seit 2016 als Teil der Arbeitsstättenverordnung. Da hat man einfach mal gesagt, 2016, das ist irgendwie kompliziert, wir haben lauter so viele kleinere Gesetzgebungsstücke. Wir fassen das einfach an einer Stelle zusammen. Inhaltlich hat sich dadurch aber gar nichts geändert. Was vorher in der Bildschirmarbeitsverordnung stand, ist jetzt einfach ein Anhang der Arbeitsstättenverordnung geworden und steht das Gleiche drin. Ja, jetzt erweitern wir mal dieses Bild. Wir haben jetzt unten einen europäisierten Gesundheitsschutz und da stehen diese ganzen Richtlinien drin, über die ich eben schon gesprochen habe. Die Bildschirmarbeitsverordnung ist die europäische Umsetzung, die deutsche Umsetzung des europäischen Gesetzes. Und die ist dann in die Arbeitsstättenverordnung, die da oben steht, wieder hineingeflossen. Deswegen dieser grüne Pfeil so quer da durch. Ja, jetzt war vorhin schon mal die Rede davon, von den Grundsätzen der ergonomischen Informationsverarbeitung. Ich glaube, so wurde es genannt. Wo kommen die denn her? Die stehen in einer Norm und die stehen in der Norm 9241. Das ist eine ISO-Norm oder eine DIN-Norm oder eine europäische Norm. Das ist alles drei gleichzeitig, alles mit der gleichen Buchstabenkombination. Die hat auch schon so ihre Geschichte. Die ersten Ansätze dafür sind von 1984. Das ist eine reine DIN-Norm, wie ihr da seht, 66234. Das ist so ein Versuch mal gewesen, sowas mal aufzuschreiben. Dann gab es noch eine DIN-Norm. 1992 wird dann diese 9241 gebaut, kann man regelrecht sagen. Also da wurden eigentlich mehrere Normen zusammengefasst und das Ganze nochmal ordentlich aufgeschrieben. Und da gibt es einen Teil 10 drin, der heißt Grundsätze der Dialoggestaltung. Das ist das, worauf sich in der Regel bezogen wird, wenn man das meint, wenn man diese Grundsätze der Informationsverarbeitung meint. Und 1996 ist dieser Teil nochmal überarbeitet worden, beziehungsweise die Überarbeitung ist 1996 herausgekommen im Teil 110. Über die 9241 reden wir aber gleich nochmal ganz genau, denn das ist wichtig, dass man sich da ein bisschen drin auskennt.
Erstmal überhaupt Norm. Jetzt hatten wir eben schon mal gesagt, im europäischen Bereich ist eine Richtlinie etwas sehr Konkretes, nämlich etwas, was als Gesetz umgesetzt werden muss. Was ist denn eine Norm? Die EU-Bildschirmrichtlinie hier verweist ja auf den Teil 110 der Norm DIN N ISO 9241. Da gibt es erstmal diese Normierungsinstitutionen. Da steht erstmal als erstes DIN, Deutsche Industrienorm oder Deutsches Institut für Normung steht DIN für. Dann steht da N, das ist die europäische Norm, und ISO sind internationale Normen. Das sind drei Normungsinstitutionen und die haben sich untereinander geeinigt, hier alle die gleichen Bezeichnungen zu nehmen für überall die gleiche Norm. DIN steht jetzt hier auch deswegen am Anfang, weil das Deutsche Institut für Normung quasi den Hut auf hat bei dieser Norm. Das heißt, die sind diejenigen, die diese Norm vorantreiben und organisieren. Muss man sich an eine Norm halten? Was kennt ihr noch für Normen? Man kennt doch zum Beispiel DIN A4. Das ist doch eine Norm, die wird doch häufig genannt. Ja, diese Blätter hier von diesem Buch hier, das ist DIN A4. Muss man sich an DIN A4 halten? Nö, muss man nicht. Ich habe hier zum Beispiel so einen Block, der ist nicht DIN A4. Das sieht man jetzt, wenn man die mal zueinander hält. Und dann sieht man, also vielleicht sollte ich so rum machen, da sieht man, die Seiten sind kürzer, aber dafür etwas breiter. Und dieser Block hat auch so eine ganz eigenartige Lochung. Ganz anders als unsere Locher sind. Das ist nämlich ein amerikanischer Block. Das ist das US-Letter-Format hier, was wir hier haben. Darf man solche Blöcke in Deutschland verkaufen? Klar. Dürfte man Blöcke verkaufen, die ganz andere Papierformen haben? Natürlich. Hindert einen überhaupt niemand daran, solche Blöcke zu verkaufen? Wahrscheinlich wird man nicht so viele verkaufen davon, denn dann passt das in keinen Ordner richtig rein und ja, die Löcher sind falsch oder die Leute gefällt es nicht. Also eine Norm muss man sich üblicherweise nicht dran halten. Zumindest wird man nicht dafür bestraft, wenn man sich nicht dran hält. Sondern man wird dann dafür bestraft, dass es nicht gekauft wird. Also de facto wird man bestraft, aber nicht de jure, also nicht vom Gesetz. Aber hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Denn wir hatten jetzt ja gerade den Fall, dass ein Gesetz oder eine EU-Richtlinie auf diese Norm verwiesen hat. Und wenn wir diesen Verweis haben, dann kriegt die Norm dadurch faktisch Gesetzeskraft. Denn dann wird ja quasi gesagt, das, was da drin steht, das schreiben wir jetzt hier nicht nochmal hin, sondern das soll an dieser Stelle gelten. Und dadurch wird diese Norm quasi zum Gesetz. Es gibt übrigens noch so ein paar Normen, habe ich immer so dazwischen geschrieben, könnte man Quasi-Normen oder so nennen. Diese Guidelines des W3C zum Beispiel, das World Wide Web Consortium, schreibt Guidelines und da steht drin, wie HTML definiert ist. Auch daran muss man sich nicht halten. Auch das ist eine Norm, an die man sich nicht halten muss. Wenn ihr einen Browser herstellt, der ganz andere Tags interpretiert als die des W3C, dann könnt ihr das machen und könnt den auch verkaufen. Wird wohl keiner kaufen oder keiner benutzen, denn ist ja inkompatibel zu allem, was da draußen ist. Ne? Aber de facto wird man natürlich dafür bestraft, wenn man das nicht macht. 9241 ist also so eine Norm, die zumindest in einzelnen Teilen, vor allem in diesem Teil 110, de facto Gesetzeskraft hat. Lohnt es sich also, in die 9241 mal reinzugucken. So, wir halten an dieser Stelle mal ein und beenden das Video an dieser Stelle. Es wird nämlich viel länger, als ich eigentlich gedacht hatte. Und belassen es mal dabei. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit der ISO 9241, die ich euch etwas genauer vorstellen will.